When the crisis came, serious limitations of existing economic and financial models immediately became apparent. The study we published last year called The Network of Global Corporate Control was the first extensive analysis of economic networks. Looking at ownership networks actually can give you answers to questions like, who are the key players? How are they organized? Are they isolated? Are they interconnected? And what is the overall distribution of control? In other words, who controls the world? There are 146 top players in the core, and they together have the potential to collectively control 40% of the TNC's value, mostly financial institutions in the US and the UK. And it gets even more extreme. The high degree of interconnectivity of the top players in the core could pose a significant systemic risk to the global economy. We spent billions of dollars trying to understand the origins of the universe, while we still don't understand the conditions for a stable society, a functioning economy, or peace. I find pretty clear that we need a paradigm shift. So Andy Haldane from the Bank of England was one of the first kind of visible economists to realize that finance is actually a complex system, an adaptive system similar to an ecosystem. I mean, one thing is, I think we need more diversity, pluralism, and interdisciplinarity. And I think here, this network perspective is really valuable because it gives us a unique perspective on our highly complex and interconnected world. It really gives us the toolbox for understanding how things influence each other. And I think this should be part of how mainstream economists think. An obvious thing is, yeah, transparency and disclosure. It's required that data sets are made available and that they're consolidated, because now it's all fragmented. It's really hard. I mean, the hardest thing doing these studies is just cleaning the data, getting the data together. So if we would have kind of help from a policy side that these data sets are made available, then we can do more of these kind of empirical analysis, and we can do things like, yeah, let's try and construct a forecasting system for finance, like in meteorology. Why can't we see financial crisis coming? Why can't we study the data and see that some shift is happening? I have to say the research is very interesting. I mean, for someone like me and others who believe in the market economy and believe that the market is the best way of allocating investment or savings to investment, we need to check these things, because they are, whenever we have evidence that suggests the market may not be working efficiently, or at least there's smoke, if not fire, around that, we should look. So I mean, I don't in any way dismiss or downplay these findings. Well, you will know that one of the consequences of the crisis was for us to really focus more on transparency and disclosure. And indeed, there are now many more transparency and disclosure requirements on the financial industry. How open you can make these data? So there's a lot of disclosure to the supervisory authorities. Can you go beyond that? Well, there is a kind of trade-off. Some of these data are commercially sensitive. Throwing them out there in the open could cause problems. I'm always surprised by different public data requirements. So in Germany, for instance, we have a perfect hunting statistic. So when you hunt a deer, we have enough deer in Germany. There's no shortage of deer. Everything has to be collected. So a huge effort. People are annoyed by all these control statistics and so on. But we have no clue where our corporates pay their taxes. Therefore, the question is not, do we ask enough data? There are lots of data requirements we can scrap and call into questions. But the most relevant data we have to ask. Lastly, I would say that when it comes to the data, we should really try our best that research can do its job.
Auf Papier hört sich das alles so schön an. Mhm. Und ich meine, dass der John das da authentisch und wirklich das meint und dass man so sieht, ja, hey, die Punkte, wir hören euch, wir sehen das. Aber irgendwo ist meine Frage, wo was geht passiert, das dann, was passiert? Weil also ich fand eigentlich, dass der Berrigan hat euch gesagt, auf höfliche Art und Weise, ist ja interessant, ja, aber ich bin ganz anderer Meinung. Es übersetzt in Politik, was er gesagt hat. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie geht man weiter? Das kenne ich von ihm allerdings schon, weil das ist ein Kommissionsgewächs. Der legt sich nach außen zu gar nichts fest. Der berichtet das jetzt zurück. Mhm. Und ich muss jetzt halt mit seinem Chef reden und irgendwann mit dem Kommissar. Aber es war auch interessant, wer da alles noch im Raum war. Ne? Da war der Chefökonom des BVI, also der okay. Investmentfonds-Gesellschaft, der hat nichts gesagt. Ich habe ja mehrfach das versucht, so ein bisschen zu öffnen. Und okay. Pensions Europe war da und war vorhin noch bei so einem Lobbyessen mit den Banken, mit dem Bankenverband. Und die haben auch einen ganz großen Schiss, so nach dem Motto, Amerika übernimmt hier alles. Und zwar sowohl auf der Asset Management als auch auf der Banking-Seite. Ja, ja, und die sind echt nervös und da gibt es sozusagen auch vom Teil der Lobby Unterstützung, da was zu machen. Also insofern, ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass man das politisch angeschoben bekommt. Aber heute mit dem Berrigan waren wir noch nicht da, wo wir hin müssen. Meine Hoffnung ist halt, dass wir hier auch Unterstützung von einem Teil der Banken bekommen. Nur, dass die heute nicht gekommen sind, obwohl die das natürlich alle bekommen haben, ist für mich auch ein Zeichen, dass sie das heiß finden. EU citizens in the UK, things could get very tricky indeed. I think one more because I'm a little bit. Heißt es unterm Strich quasi Politik versagt und oder wo nein, ich würde sagen, wo ist irgendwie der Optimismus, wo kann man. Also ich würde sagen, beten hilft. meine ich ernst, hilft. Ansonsten gibt es halt in der Politik immer wieder Gelegenheitsfenster, in denen man Macht durchbrechen kann. Also Macht ist real und ist ein riesiges Problem. Aber es gibt also derzeit zum Beispiel durchbrechen die Schüler. Mächtigen Interessen, sehr etablierter Interessen. Wir hatten nach der Finanzkrise so ein Window, wo man Macht aufbrechen konnte. Die große, es gibt ja dieses Motto, never waste a good crisis. Gegen machtvolle Sonderinteressen setzt man sich nur in Krisensituationen durch. Im Parlament werden keine Revolutionen ausgerufen. Das müsst ihr machen. Das kann nur aus Wissenschaft kommt von außen. Man kann hier eben Dinge bewegen, aber das Bewusstsein für große Fragen aufzuwerfen, das schaffst du nie aus dem Parlament. Das wird immer von außen gemacht. Team behind her really believes that delivers the pre-written speech and everything. I think it's a very sad situation. Ja, wie kriegt man das in den Griff? Schaffen wir das irgendwo mit den Ressourcen umzugehen, die wir haben? Oder sonst werden wir halt mal gezwungen und dann
ist es wahrscheinlich nicht mehr so angenehm. Und die Frage ist, ob wir das jemals politisch schaffen, dass man irgendwo einen Konsens hinbekommt. Dass wir diese Sachen einschränken, weil ich meine auch so die Polarisierung im politischen Diskurs, dass man halt so auf der einen Seite ja halt ach diese Greta und dass man das einerseits trivialisiert oder sagt, ach die sind nur instrumentalisiert, das ist rein politisch und dass man das alles nicht ernst nimmt, wo sich dann jetzt halt die politischen Fronten noch viel mehr verhärten mit dieser ganzen Klimadebatte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die jungen Menschen heute, dass die sich vielleicht radikalisieren und dass wir bald irgendwie halt ökologischen Terrorismus sehen, weil die jungen Leute gucken sich das an, die sehen das alte System, die sehen, dass die älteren Menschen sich nicht ändern werden. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie sich dann radikalisieren können und dann haben wir eine neue Dimension von Terrorismus vielleicht. Thank you.